Whoa. Ah. Schriftzeichen aus dem alten Königreich.
Segment 5. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 105 Tage vergangen. Der Bote spricht. Die Farbe blau. Wir denken, jeder sieht sie wie wir. Meer, Himmel, International Klein Blue. Wer sagt, dass du und ich denselben Farbton sehen? Siehst du ihn wirklich wie ich? Frequenzen so hoch, dass nur wenige sie hören. Erhöhte Reaktion auf den Geschmack von Essen. Farben, die nur wenige menschliche Augen sehen. Eine hohe Stimme, die klingt wie lebendes Glas. Wahrnehmung formt Realität. Farbenblindheit, Tinnitus, Supertasting, Tetrachromatie, Synästhesie. Die Realität ist ein mathematisches Modell, das vom Betrachter immer wieder gelöst wird. Deine Gedanken sind Berechnungen, die deine ganz eigene Welt für dich abbilden. Prozessoren unterscheiden sich. Jedes Gehirn erschafft seine eigene Realität. Die Variationen reichen von subtil bis drastisch. Dein Geist legt fest, wie viel du schmeckst, wie viel du fühlst, wie viel du verstehen kannst. Wahrnehmung definiert Perspektive. Der eine sieht einen Totenschädel, der andere eine Frau im Spiegel. Der eine hört nur Stille, der andere verlockende Stimmen. Du erlebst, was dein Gehirn dir wahrzunehmen erlaubt. Wir haben dich und deine Sinne so entwickelt, dass du genau das wahrnimmst, was für uns nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Aspekte der Zeit, für die du völlig blind sein musst. Das war erforderlich. Wir haben 6 Sinne, du 5. Kannst du dir denken, welcher fehlt? Ich ließ nur, was es sehr genannte Zahl ergibt. Seit Jahrhunderten kämpft der Mensch für seine Freiheit. Der echte Käfig umgibt dich nicht. Er ist in dir. Dein Geist lässt nicht zu, dass du unerforschte Gebiete erkundest. Ein faradayscher Käfig für den Geist. Eine innere Zwangsjacke. Ereignisse wie Upsweep und Julia nähren Verschwörungstheorien. Unbekannte Geräusche, die nur einmal gehört wurden. Ein modernes Kuriositätenkabinett. Und doch waren es Nachrichten wie diese hier, die auf ihren Beobachter warteten, ihren kompatiblen Prozessor. Den menschlichen Visionären wurden ihre Grenzen langsam bewusst. Sie verfassten obskure Forschungsberichte, beliebte Science-Fiction-Romane. Einige baten uns, die Welt anzuhalten. Aber mehr waren sie nie. Fiktionen. Wie könnten sie auch mehr sein? Realität ist das, was der Beobachter ihr erlaubt. Der Doppler-Effekt, das Möbiusband, Déjà-vus, Cicada 3301, UVB 76, Eureka-Effekte, Ambigramme und Anamorphosen, das PNP-Problem. Ist Schrödingers Katze tot oder lebendig? All das kommt auf deine Wahrnehmung an und darauf, was der Käfig nicht vor dir verbirgt. Denk nach. Lass deinen Geist frei sein. Erforsche die Grenzen deiner Realität.
Oh.